Sechs Kinder waren wir. Und die ersten vier, die sind eben, wie gesagt, die kommen alle Jahre, jedes Jahr, weil katholische Erziehung durfte meine Mutter natürlich nicht die Pille nehmen und irgendwie anders verhütet haben sie wohl nicht oder wollten nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ja, meine Mutter, beziehungsweise meine Schwester hat sich mit meiner Mutter öfter unterhalten und hat mir dann später erzählt, dass dann die letzten, nach dem vierten Kind hat sie gesagt, ja, was der Papst sagt, sie will jetzt irgendwie verhüten. Und da hat sie wohl die Pille genommen und dann hat ja, war der Arzt damals erklärt, sie ist jetzt schon in der Menopause und dann habe ich noch ein Kind, ja. Und er hat die Pille abgesetzt und trotzdem ist er noch schwanger geworden. Das, wie gesagt, das dazu, aber was ich sagen wollte, was mich eben so sehr lange geprägt hat und wo ich so eine Art ja, Trauma oder eben so ein schweres Schuldgefühl hatte, war ja, dass ich dem Martin Ehnmann, das war der mittlere Bruder, Ehnmann auch dem Hocker auf den Kopf gehauen hatte. So im Streit, weil der kleine Bruder wieder irgendwas angetan hat und der mich da zur Hilfe geholt hat. Und da hat er richtig aus dem Kopf geblutet. Ja, das war richtig doll. Und das ist mir nun tatsächlich gerade eingefallen, als ich gehört habe, er ist sozusagen tödlich gestorben, also tödlich verunglückt, gestorben. Und da ist mir das eben eingefallen und das hat mich eben auch ziemlich lange belastet. Ja. Und dass ich mir da eben Vorwürfe gemacht habe. Und da ist mir ein alter der Spruch von meiner Mutter ist eingefallen. Die hat mal irgendwie, als wir Kinder waren, ich weiß nicht, und irgendwann hat sie mal gesagt, streut Blumen zur Lebenszeit. Und ja, das hat mir damals nicht draus gemacht. Ja. Und klingt banal oder keine Gedanken darüber gemacht als 10-Jähriger oder 11-Jähriger oder wenn ich das mal gehört habe. Aber als ich dann als 19-Jähriger, ist mir dieser Satz eben ganz, ganz doll eingefallen und zum Bewusstsein gekommen und habe die ganze Zeit drüber dran gedacht. Auf dem Weg, als ich gerade gesagt, wir sind damals von der Türkei zurückgekommen und als wir im Furt im Walde waren, hat dann ein Freund, wir waren dann in einer größeren Gruppe dann in der Türkei mit zwei Autos und so, der hat mit seiner Freundin telefoniert und die hat ihm das am Telefon erzählt und dann haben sie es uns erzählt. Und dann haben wir gesagt, naja, wir brechen jetzt hier ab und fahren so direkt nach Hause. Und da auf der ganzen Rückfahrt, ich war auch damals der Einzige, der einen Führerschein hatte da bei einem VW-Bus, bin ich die ganze Zeit gefahren und da auf dem Rückweg wies ich da die ganze Zeit immer dieser Satz durch den Kopf, streu Blumen zur Lebenszeit und hättest du mal, ja, hättest du mal das nicht gemacht oder hättest du dich dafür entschuldigt oder irgendwie gut gemacht, aber das konnte ich ja noch nicht mehr, weil er tot war. Und das ist sozusagen eine Sache, die mich immer noch prägt, dass ich noch relativ harmoniesüchtig bin oder versuche, Sachen irgendwie so ins Lot zu kriegen. Weil es könnte ja sein, wenn ich dich jetzt blöde behandle, morgen bist du nicht mehr da, vielleicht ein Blumentopf auf dem Kopf, ganz blöde hätte gesagt und ich kann das dann nicht mehr wettmachen oder ausgleichen, dass ich dich jetzt hier blöde behandelt habe, ja, oder dich belogen habe oder irgendwas. Und deswegen merke ich, dass das, also dieser Spruch von meiner Mutter und das Erlebnis mit meinem Bruder, dass ich ihn dann in den Hocker auf den Kopf geknallt habe und das nicht mehr gut machen kann, merkt, dass es das so immer noch mein Leben so prägt.